Was geht ab, Schoko-Freunde? Willkommen zu einer weiteren Folge der Random Texture Pack Challenge Zuschauer Texture Pack Challenge auf dem Hypixel Server. Viele von euch fragen sich jetzt eventuell, Ryan, warum denn heute auf dem Hypixel Server? Da gibt es ein paar Gründe für, die erkläre ich euch gleich vorher für alle, die Random Texture Pack Challenge nicht kennen. Was ist es überhaupt? Bei der Random Zuschauer Texture Pack Challenge fange ich mit meinem eigenen Texture Pack an und werde dann pro finalen Kill, den ich mache, ein neues TP reinmachen, ein neues Zuschauer Texture Pack, das heißt ein TP, das jemand von euch erstellt hat. Und ja, das heißt, ich muss irgendjemanden killen, der kein Bett mehr hat. Und dann machen wir ein neues TP rein. Das heißt, ihr seht schön viele coole neue TPs. Und ja, für TP-Ersteller, die noch ein bisschen unbekannter sind, die haben halt ihre Chance, hier ihr TP ein bisschen zu bewerben. Das haben wir bis jetzt immer auf dem Gommes-Server gemacht. Heute das erste Mal auf dem Hypixel-Server aus, ja, vor allem zwei Gründen. Zum einen wurde sich öfter gewünscht, ne, aus drei Gründen eigentlich. Zum einen wurde sich schon mal öfter gewünscht, dass ich das Ganze mal auf Hypixel mache. Deswegen dachte ich, testen wir das Ganze heute mal hier. Zum anderen spiele ich momentan tatsächlich auch am liebsten Hypixel Bad Wars. Und der dritte, wichtigste Grund, den erkläre ich euch, sobald ich hoffentlich den Typen gekillt habe. Moin, moin, da bin ich auch schon wieder. Zack, den haben wir. Dann holen wir ganz schnell das Bett. Und dann kann ich hoffentlich mein TP wechseln, sobald ich ihn gekillt habe. Moin. Aber wahrscheinlich kriegt er mich nochmal, oder? Oh, die Combo. Und der hat mit einem halben Herz überlebt. Dann holen wir uns den hoffentlich jetzt ganz kurz. Aber er rennt zu mir durch. Moin. Zack, den haben wir aber safe. Zack, zack. Und neues TP. Als erstes das Shiloria 32 X-Pack. Ihr seht auch immer unten links, welches TP ich gerade benutze. Und findet alle Links dazu in der Beschreibung. So, der andere wichtige Grund, weshalb ich hier heute auch bei Hypixel Bad Wars das Ganze mache. Ich habe das Gefühl, komme, Bad Wars ist tot. Zumindest das normale Bad Wars, das Classic Bad Wars. Vielleicht spiele ich auch immer zu den falschen Zeiten. Wir haben gerade 18.38 Uhr an einem Samstag, eigentlich Primetime oder nicht. Und es ist gefühlt einfach niemand online. Ey, wie ungewohnt ist es hier bitte, dass das Gold einfach türkis ist. Das habe ich gerade erstmal gar nicht gecheckt. An sich aber bis jetzt sehr, sehr nices TP. Und ja, ich dachte mir, jedes Texture Pack, also es ist vielleicht sad für manche TPs, wenn die irgendwelche anderen Sandsteinblöcke haben, weil die werden ja oft geändert, gerade bei Bad Wars. Und hier hat man halt Wolle, weil es ist halt Pixel Bad Wars. Aber overall sieht man ja trotzdem ganz gut, wie das TP sich in Bad Wars anstellt, egal ob es jetzt halt Pixel Bad Wars ist oder Gomme Bad Wars oder auf irgendeinem anderen Server. Da kommt auch schon Sneaky einfach Team Rot mit TNT zu mir rüber und einer Feuerkugel, Alter. Was ist das denn, Junge? Wie gemein! Was soll denn das? Und, okay, und ich werde gesandwiched. Das ist nicht dein Ernst. Wo ist denn Team Rot jetzt denn? Ich habe keinen Bock, ihn zu fighten und dann von Team Rot gekillt zu werden. Ich hau einfach ab. Wenn ihr, by the way, wollt, dass euer TP beim nächsten Mal mit dabei ist, dann schreibt jetzt einfach mal gerne in die Kommentare, wo ihr euer TP hochgeladen habt, wie ihr auf der Seite heißt und wie euer TP heißt. Zum Beispiel, yo Ryan, ich habe mein Texture Pack auf RP24 hochgeladen. Ich heiße da Minecraft Profi 123 und mein TP heißt Bestes BW Pack XDDD. Dann, ja, suche ich mir das raus und vielleicht ist es beim nächsten Mal mit dabei. Da spielen wir wahrscheinlich Skywars. Ich habe mir überlegt, wir machen die Challenge eventuell das nächste Mal in SW. Falls ihr Bock drauf habt, lasst doch gerne mal ein Like da und schreibt es auch in die Kommentare. Und auch sehr gerne ein kostenloses Abo, denn ich versuche ja dieses Jahr noch die 50.000 Abonnenten zu erreichen. Und das kriege ich nur mit eurem Support hin. Von daher danke. Oh shit, ich bin wieder im Sandwich, Alter. Ich muss ihn ganz schnell gekillt bekommen und da ist nämlich Team Rot gar keinen Bock drauf. Oder ich mache jetzt YOLO-Action tatsächlich. Pass auf. Zack, zack. Und dann rennen wir einfach an ihm vorbei und bauen sein Bett ab. Der Typ ist immer noch direkt hinter mir. Oh shit, hab mich selber gekillt, glaube ich. Doch nicht. Oh, nochmal den hier machen, um mich nach vorne zu boosten und seine, hier, Dingens, den Weg abzubauen. Eine Mining Fatigue Trap. Ich weiß nicht, ob er runtergefallen ist. Ich habe auf jeden Fall das Bett. Und da ist der Typ. Komm schon. Nein! Neue Runde, neues TP. Als nächstes haben wir das 4 Deko 518 Texture Pack. Die Challenge hier in Hypixel Bad Wars zu machen hat auf jeden Fall einen großen Vor- oder Nachteil, je nachdem, wie man es nimmt. Und zwar sehen wir mehr von den einzelnen Texture Packs, weil ich habe das Gefühl, man macht hier durchschnittlich nicht so viele Kills wie bei Gomme Bad Wars. Das heißt aber, man sieht mehr von dem TP. Man sieht mehr, aber dafür weniger verschiedene TPs, wenn ihr versteht, was ich meine. Also ich habe länger das ein spezielles TP drin und wechsle halt nicht so oft. Ob das jetzt ein Vor- oder Nachteil ist, muss jeder für sich selber wissen. Und ich glaube, ich baue mich gerade zu einer Base, wo nicht mein Spieler ist. Ne, hier ist einfach keiner. Naja, das Bett nehmen wir mit. Yo, die Dias sind hier einfach rot. Auch der Spawner hat mich richtig gewundert. Moin, Team Pink. Alles klar bei dir? Ich mache erstmal das Dingens weg. Dann bist du da ein bisschen lost. Dann schmeiße ich noch eine Feuerkugel. Dann baue ich das Bett ab. Und yo, wie hoch ist der in Mitte geflogen? Und kill dich ganz kurz. Neues TP. Ein paar verschiedene TPs sehen wir hier auf jeden Fall doch. Als nächstes das Mashiro PvP Pack. Das sieht ja mal ultra sick aus, oder? Die Wolle ist richtig nice. Also für Hypixel Bad Wars ist das hier, denke ich mal, ein sehr, sehr gutes Pack, oder?
Server. Ich weiß nicht wieso, aber ich finde, es sieht sehr clean aus. By the way, Dankeschön für die ganzen Tipps, was mein Block-Overlay angeht. Ich habe euch ja vorletztes Video, als ich den Luna-Client getestet habe, gefragt, welche Farbe ich da einstellen soll. Tim hat Lila vorgeschlagen, fand ich ganz nice, weil Lila auch meine Lieblingsfarbe ist. Und deswegen habe ich mich jetzt dafür entschieden. Es haben ein paar andere aber auch mir geschrieben, dass ich Rainbow machen soll. Oder die Outlines Rainbow. Aber irgendwie fand ich dann Lila doch mit am besten. Aber trotzdem danke für die ganzen Tipps. Ich habe da jeden Kommentar gelesen, war sehr, sehr nice. Und da ist ein Gegner. Oh, mein Bett ist weg, oder? Ah, shit. Wobei, ich habe meiner Fatigue Trap vielleicht. Wie das hier doch noch was? Trap ist auf jeden Fall triggert, er hat eine Axt. Oh, Junge, ganz knappes Ding hier. Alter. Mit eurer Kraft werde ich jetzt Team Grün eliminieren, habe ich gehört. Moin. Zack. Goldapfel, snacken. Zack. Ihm ein bisschen nach hinten kicken. Bett abbauen. Und da ist er down. Respawnt er noch? Nee, ne? Final Kill. Neues TP. Ja, als nächstes ein wundervolles TP. Und zwar das Ryan Cole Default Edit. Sehr hübsch. Also, wenn ich diese Blöcke schon sehe. Ich denke, das sind die Sandsteinblöcke tatsächlich. Also wahrscheinlich ist es gut, dass wir... Also wahrscheinlich wäre das für Gomme Bad Wars gewesen. Das überfordert mich hier gerade auf jeden Fall extrem einfach, das Texture Pack. Ich komme gar nicht mehr klar, Mann. Das Schwert ist ja auch sick. Da ist einfach mein Skin drauf. Okay, ich darf mich nicht ablenken lassen. Team Gelb lebt nur noch. Ist er da vorne? Und er hat kein Bett mehr, den hole ich mir. Die Herzen sind in pink-lila. Ja, das sieht auch nicht schlecht aus. Hungerkeulen auch in so einem lila Ton. Und ich finde diese Leiste unten, ich weiß nicht, finde ich die gut oder trashig. Ist auf jeden Fall was anderes. Ich weiß noch nicht, wie ich das finde. Ist aber ganz geil, dass mal was anderes ist. So, ich würde sagen... Oh, Alter, chill doch mal mit den Feuer... Oh. Oh, guck mal, hier auf dem Steinschwert ist sogar ein anderes Bild von mir drauf, glaube ich, oder? Da ist das hier und da ist das... Yo, das ist, glaube ich, von Instagram. Das hat vor ein paar Jahren meine Zuschauerin gebaut in Minecraft oder gezeichnet oder so. Ich weiß es gar nicht mehr, wenn es das ist, was ich denke. Ich habe keine Ahnung, wo der Typ gerade ist, aber mit diesem wundervollen TP kann ich nicht verlieren, Leute. Wir holen uns jetzt einen Tracker. Anscheinend ist er hier vorne. Aber was macht er hier? Ah, lol. Oh mein Gott, er hat da einfach in der Ecke gesneakt. Alter, den habe ich gar nicht gesehen. Junge, mein Herz. Als nächstes das Noatzen 50 Subs Pack. Und jo, das Schwert ist einfach ein Blitz. Wie geil ist das denn? Auf dem Bett ist auch ein Blitz drauf. Okay. Das sieht auch mal heftig aus, in der Himmel einfach. Bei der Map hier weiß ich nie, wo ich mich hinbauen soll. Aber er baut sich zu mir. Das heißt, ich gehe da hin. Von dem lasse ich mich doch jetzt nicht killen hier. Oh, der ist auch runtergefallen. Dann würde ich sagen, Feuerkugel. Bam. Und Bett ist weg. Moin. Jo, hat seine Rüstung, hat auch einen Blitz, wie geil. Habe ich auch. Von dem Pack hätte ich gerne noch ein bisschen mehr gesehen tatsächlich, aber Kill, neues DP. Slide Blue Ball Pack, was wir jetzt hier haben, hatten wir beim letzten Mal schon, aber jetzt noch ein bisschen geändert. Und ich bin mal sehr gespannt. Ich fand das damals schon ziemlich interessant, weil es einfach was komplett anderes ist. Und es ist tatsächlich auch das allerletzte TP, was... Als ob ich nicht getroffen habe, oh mein Gott. Moin. Das letzte TP, was ich noch habe, mehr wurden mir einfach nicht vorgeschlagen. Mehr gab es nicht. Mir wurde auch in die Kommentare geschrieben, dass das TP hier an Ark angelehnt ist, aber absolut keine Ahnung. Ich hatte das irgendwie an Star Wars damals erinnert. Ihr könnt ja gerne mal reinschreiben, wovon ist das TP hier? Wobei, hat der Pack-Ersteller es nicht auch geschrieben? Shit, ich bin ein bisschen vergesslich leider. Oh, nicht mehr Bett holen, nicht mehr Bett holen. Tschüss, auf Wiedersehen. Das ist auf jeden Fall eine weirde Map. Ich bin auch gar nicht dazu gekommen, Upgrades oder sonst was zu kaufen. Ich kämpfe die ganze Zeit nur gegen Gegner. Aber der hat ein Upgrade. Oh shit, der hat Sharpness, Leute. Und der Typ ist schon wieder bei mir. Zack und moin. Er ist einfach gelieft gerade. Er ist einfach gelieft. Warum? Hä? Oh, da ist auch schon der letzte Gegner. Er hat einen TNT-Boost gemacht sogar. Moin. Und jetzt fliegt er doch nicht runter. Ich dachte, ich krieg ihn runtergekickt. Dann stompen wir ihn einfach mal ganz kurz. Zack. Ich habe mir gerade Dia-Boots gegönnt. Aber ey, wer erkennt bitte hier, dass es Dia-Boots sind? What? Der Typ hat sein Bett einfach nicht mal eingebaut. WTF. Bett ist... Hallo? Bett ist weg. Zack. Und hallo? Bist du da oder... zack, Feuerkugel einfach. Okay, der ist anscheinend da. Oh shit, der killt mich noch. Ich hätte ihn direkt killen sollen, aber ich war so irritiert, dass er einfach AFK war. Egal, wir haben gewonnen mit einem halben Herz. GG. Wenn ihr hier draufklickt, findet ihr die letzte Random Texture Pack Challenge. Da haben wir das Ganze bei Gomme Bad Wars gemacht oder in Gomme Bad Wars. Ja, schaut auf jeden Fall gerne vorbei. Ja, mehr gibt es eigentlich nicht zu sagen. Zuschauer Texture Pack, pro Kill neues DP. Das, was wir jetzt auch gemacht haben. Also wird euch das dann, denke ich, mal auch gefallen. Und tschüss.